sind diese Woche mit 5 Leuten angereist, um 14 Kameras zu installieren und 2 Schaltschränke und die Verkabelung zwischen den Kameras und den Schaltschränken. Wir haben jeweils 7 Kameras pro Tor installiert, 6 Tracking-Kameras im Halbkreis ums Tor rum und jeweils pro Tor eine Torlinienkamera, die genau auf der Torlinie installiert wird. Grundsätzlich ist das Stadion ziemlich einfach umzusetzen, weil wir die größte Teil der Kameras mit Magneten anbringen können, wo wir keine extra Konstruktion basteln müssen, sondern einfach Magnet an den Stahlträger, Kamera drauf und fertig. Wir planen diese Woche mit 2 Tagen und nächste Woche haben wir nochmal 3 Tage für die Installation und dann geht es in einen Test, einen Tag vor dem Spiel, das Spiel und dann 1 bis 1,5 Tage Abbau.